Everybody says you're too young. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Was machst du denn hier? Ich wollte dich noch mal sehen, bevor du nach Tokio fliegst. Ich muss auch gleich in die Klinik. Aber es war heute Morgen gesehen. Da war ich noch ganz verschlafen. Ich wollte noch mal mit dir reden. Jetzt bist du noch eine Woche nicht da. Lass uns reden, wenn ich aus Tokio zurück bin. Ich hab dir doch gesagt, ich find's ganz gut, wenn wir uns eine Weile nicht sehen. Ich brauch die Zeit, um in Ruhe über uns nachzudenken. Du auch. Du kannst ja nicht weitergehen. Wir leben nur noch nebeneinander hier. Aber das stimmt doch so nicht. Dein Leben interessiert mich mehr als alles andere. Das ist es nicht. Nikolas, ich wollte doch zu deinem Konzert kommen. Du musst doch mal verstehen, es geht nicht um dieses eine Konzert, das sehe ich ja ein. Es geht um was ganz anderes. Ich versuche ja, dich zu verstehen. Ach, ich will doch diese ganze alte Geschichte nicht wieder aufwärmen. Okay, dann sag mir einfach, was du willst. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich vermissen werde. Ich werde jeden Tag an dich denken. Tja. Eine weitere Verbesserung ist nicht eingetreten. Tut mir leid. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe keine allzu große Hoffnung mehr, dass Christoph Stark jemals wieder aus dem Koma erwacht. Nicht tot und nicht lebendig. Ja, es ist furchtbar. Wir haben doch nun wirklich alles gemacht. Die Knochen sind zusammengewachsen, die Wunden verheilt, aber ein junger Mensch, kräftig, im Prinzip wieder gesund, liegt da wie tot und schafft es nicht zurückzukommen. Es gibt Patienten, die lassen mich an meinem Beruf zweifeln. Dann viel Glück, gute Reise und toi, toi, toi für dein Konzert. Pass auf dich auf. Und ruf mich an. Versprochen. Und ich habe immer gehofft, er liebt mich. Also ganz echte Liebe. Klar, das denkt man doch automatisch, oder? Wenn man 2 Jahre lang miteinander lebt, wie verheiratet eben. Ich war einfach zu gutmütig. Das ist mein größter Fehler. Man denkt immer, betrogen werden nur die anderen. Einem selbst kann sowas nicht passieren. Naja, bis man plötzlich merkt, ein halbes Jahr lang hatte er schon ein Verhältnis gehabt mit dieser blöden, aufgedonnerten Kuh. Ich komme mir so hilflos vor jetzt. Weißt du, natürlich ist mir klar, dass er nicht viel taugt. Aber es tut verdammt weh, das kannst du mir glauben. So, fertig. Du bist bestimmt ganz anders. Vollkommen anders. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Christoph. So. Guten Morgen. Hey, was soll denn der Scheiß mitten in der Nacht? Du, es ist fast Mittag. Ach du Scheiße. Godzilla ist eine gepflegte Erscheinung gegen dich. Ist wohl spät geworden gestern, was? Ja, früh. Ich hab noch getanzt bis um 4. Aha. Na, ich hoffe, du hast es genossen. Deine nichtsnutzigen Tage sind nämlich vorüber. Was ist denn das? Dann ist doch mal. Das ist doch wohl ein Scherz mit dem Formular, um mich aus den Federn zu kriegen, oder? Nee, ist alles echt.
Wo spinnst du? Ach, das kannst du doch nicht machen. Was ist das Problem? Jetzt komm mal raus aus dem Bett, Mensch. Ach, jetzt lass den Scheiß. Du kannst doch nicht einfach über meinen Kopf weg so einen Kram machen. Ich hab's gesehen. Was hast du denn hier? Alina, gib bitte den Block wieder her. Dauerwelle waschen, ausgeben. Hey, du sollst den Block wieder hergeben. Du wirst doch nicht etwa Geheimnisse vor uns haben? Wie man sieht, ist es unmöglich für eine Frau, die Familie hat, Geheimnisse zu haben. Sag schon. Ich sag's auch keinem weiter, Ehrenwort. Nein. Ach Mama, bitte, was bedeuten diese Aufstellungen? Aber kein Wort zu Papa. Fürs Erste. Niemals. Schwörst du? Ich schwöre. Na gut. Also gut, ich möchte... Mama, mach's nicht so spannend. Was würdest du denn davon halten, wenn ich wieder arbeiten ginge? Du? Tja. Fände ich klasse. Ehrlich? Logo, also ich möchte später auch nicht eingesperrt sein ins traute Heim und meine Familie von früh bis abend bedienen müssen. Weißt du, ich hab solche Lust, wieder unter Menschen zu kommen und... Aber was Papa dazu sagen wird... Den hast du doch bisher immer um den Finger gewickelt. Männer sind doch so leicht manipulierbar. Sag mal, du kannst mich doch nicht einfach in irgendeiner Schule anmelden, ohne mich vorher zu fragen, ob mir das überhaupt passt. Ich hab gedacht, du freust dich. Kannst dein Abi machen. Wozu? Wenn ich das Wort Schule nur höre, kriege ich schon einen Ausschlag. Kann ich doch nicht wissen. Mann, dann frag doch einfach vorher. Bevor du mir so einen eitrigen Scheiß überbrätst. Moment, jetzt mal halt, mein Pastor. Seit du hier bist, hängst du nur rum und verplemperst deine Zeit. Du musst dich erst mal eingewöhnen, es ist auch alles in Ordnung, verstehe ich auch alles. Aber irgendwann musst du anfangen, was Konstruktives zu tun. Warum eigentlich? Mensch, warum? Weil du ohne Abi nicht studieren kannst, darum. Das habe ich auch gar nicht vor. Sondern? Vielleicht will Sebastian gleich in einen Beruf gehen. Handwerk hat goldenen Boden. Nee, Malochen, nee. Dem kann ich nichts abgewinnen. Außerdem bei der Jugendarbeitslosigkeit, da warten die bloß auf mich, ja. Na, dieses Null-Bock-auf-nichts-Gefasel bringt uns aber nur auch nicht weiter. Hab ich irgendwas gesagt? Also eine Karriere als 17-jähriger Frührentner ist jedenfalls nicht drin. Nur nutzlos in den Tag hinein faulenzen, wo kommen wir denn dahin? Das kannst du dir gleich abschminken. Wenn du die Schule nicht fertig machst, dann hast du gar nichts. Genau. Du brauchst eine richtige Ausbildung und dazu brauchst du einen Schulabschluss. Was regen Sie sich eigentlich so auf, Frau Gauss? Ist doch nicht Ihr Problem, oder? Alles, was in diesem Hause passiert, ist auch mein Problem, Sebastian. Du machst es dir sehr einfach. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dass ein junger Mann sich immer den bequemsten Weg aussucht. Na, nicht was die Schule betraf, nein, nein. Das war damals nicht gut und ist heute auch nicht gut. Und hör endlich mit diesem albernen Frau Gauss auf. Ich bin Charlotte, auch für dich, klar? Ja, gut. Dann eben Charlotte. Nur Standpauken haben bei mir noch nie irgendwas gebracht. Das war früher nicht so und heute schon gar nicht. Und über mein Leben entscheide immer noch ich. Ist das auch klar? Schau. Es könnte nicht besser sein. Unglaublich. Wissen Sie, wie Sie heißen? Hallo? Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Stark. Christoph Stark. Sehr gut. Herr Stark, können Sie sich noch erinnern, was passiert ist? Herr Stark, hören Sie mich? Auf einmal. Ein Auto war da. Ich konnte nicht mehr bremsen. Zu schnell. Alles ging so schnell. Sein Erinnerungsvermögen ist vollkommen intakt. Herr Stark, haben Sie irgendwelche Schmerzen? Nein, ich spüre nichts. Können Sie Ihre Hand bewegen? Versuchen Sie es bitte. Das ist fantastisch. Wo? Was ist mit Judith? Judith, um Gottes Willen ist sie. Sagen Sie doch was, bitte, Doktor. Machen Sie sich keine Sorgen, Judith, geht es gut. Was gibt's da noch lange zu überlegen, Frau Heimann? Allein die Lage ist schon unbezahlbar. Innenstadt, Mitte.
Was will man mehr? Bitteschön. Wie hoch, sagten Sie, ist die Ablösesumme für die Ausstattung? 125.000 Mark. Geschenkt, wenn Sie mich fragen. Von wegen. Das ist viel zu hoch für die gebrauchten Geräte. Sagen Sie mal, kann man die Summe nicht noch drücken? Ja, leider, gnädige Frau. Aber Sie müssen die Sache anders sehen. Wenn Sie den Laden heute mieten, können Sie morgen schon eröffnen und sofort Geld verdienen. Keine Bestellung, keine Renovierung, kein Warten auf die Zulieferung für den Innenausbau und so weiter und so weiter. Also so viele Interessenten für aufgegebene Friseursalons gibt es ja nun auch wieder nicht. Das ist aber riskant, so zu denken. Die Goldgrube geht schnell weg, glauben Sie mir. Und dann stehen Sie da und haben das Geschäft Ihres Lebens vermasselt. Also ich rate Ihnen, so schnell wie möglich zu unterschreiben. Am besten heute noch, wenn Sie mich fragen. Moment mal. Wo ist denn da eigentlich der Haken bei dem Angebot? Was denn für ein Haken? Der Vorbesitzer hat nach 2 Jahren wieder zugemacht. Warum, frag ich Sie, wenn der Laden wirklich so eine Goldgrube ist? Ein tragischer Fall von Allergie. Allergie? Gegen was? Gegen Haare. Achim, du hättest in so einer Situation gar nichts anderes tun können. Außerdem wollte Simoni auch, dass... Ja, ja, sprich's nur aus. Dass ich Christoph anlüge. Ach was, du kannst doch nicht einem Patienten, der gerade aus dem Koma erwacht ist, erzählen, dass seine Freundin gestorben ist. Wahrscheinlich nicht so direkt, aber abgesehen davon, wie lange lässt sich eine Lüge aufrechterhalten, hä? Zumindest müssen wir Christoph so lange im Glauben lassen, bis sein Zustand stabil ist. Oder willst du einen Riesfall riskieren? Natürlich nicht, wir sind seine Eltern. Was ist mit unserem Sohn, Herr Doktor? Warum dürfen wir nicht zu ihm? Wir wollten ihn wieder besuchen, aber es heißt, jemand von den Ärzten müsse erst mit uns reden. Was ist passiert? Er ist doch nicht... Frau Stark, er ist aus dem Koma erwacht. Es geht ihm sehr gut. Was sagen Sie da? Er ist wach. Oh mein Gott. Sein Junge lebt wieder. Und wir hatten schon Angst, dass er vielleicht... Es tut mir leid, dass Sie ihn Angst versetzt wurden. Bitte entschuldigen Sie. Das ist jetzt alles nicht wichtig. Dürfen wir gleich zu ihm, Herr Doktor? Ja, natürlich. Können Sie ihn sehen. Kommen Sie. Da gibt es allerdings noch ein kleines Problem. Ein Problem? Also Christoph weiß noch nicht, dass seine Freundin bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und bei seinem jetzigen Zustand halten wir es für besser, wenn das auch vorerst so bleibt. Ich verstehe. Ist wohl erstmal am vernünftigsten. Ich denke, wir sollten uns noch kurz abstimmen, damit wir uns nachher vor Ihrem Sohn nicht widersprechen. Ja. Dann kommen Sie bitte. Ich fühle mich wie ein alter Mann. Echt. Total schwach. Es ist schon eine Wahnsinnsanstrengung, nur einen Arm zu heben. Das liegt am Muskelabbau. Was fehlt Ihnen? Ach, keine Sorge, Frau Stark, das ist ganz normal. Wenn wir unsere Muskeln nicht ständig bewegen, dann verlieren sie ihre Leistungsfähigkeit. Und ihre sind ja bis jetzt nur passiv bewegt worden. Dabei war Christoph immer so sportlich. Das wird er auch wieder, ganz bestimmt. Die Physiotherapeutin war vorhin schon da. Sie arbeitet gerade einen Aufbauplan für mich aus. Ab morgen wird hart trainiert. Sie haben die richtige Einstellung, Christoph. Zuversicht ist die beste Medizin. Genau. Ich will endlich wieder raus aus diesem Kasten. Außerdem will ich so schnell es geht wieder zu Judith. Na, jetzt wollen wir mal nicht gleich übertreiben. Es dauert schon noch ein bisschen, bis Sie hier rauskommen. Besucht ihr Judith eigentlich regelmäßig? Ja. Nein. Natürlich nicht. Christoph, ich habe Ihnen das doch schon erklärt. Judith darf überhaupt keinen Besuch empfangen. Sie leidet nun mal an einem schweren Unfalltrauma und niemand darf zu ihr hinein. Aber den Schock hat sie doch längst überwunden, denke ich. Ja, den Schock schon, aber... Na, dann kapiere ich nicht, warum ich Sie nicht mal wenigstens anrufen darf. Christoph, glauben Sie mir einfach, es ist das Beste für Sie. Ich bin ja kein Psychologe, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ihr irgendwie schaden würde, wenn ich ihr was Liebes sage. So, Christoph, jetzt gibt's Happa-Happa. Ich muss dich doch wieder auf die Beine kriegen. Wenn du so weitermachst, wirst du noch zu meiner Bestleistung, du Musterpatient. Entschuldigung, kennen wir uns? Ich kenne mich gar nicht. Wer sind Sie denn? Wer ich bin? Na, sag mal. Ach so, ja, richtig, stimmt. Du, Sie kennen mich ja noch gar nicht. Diese hübsche junge Schwester hier ist Ihnen, seit Sie eingeliefert wurden, praktisch Tag und Nacht nicht von der Seite gewichen. Ach so. Guten Abend, Charlotte. Guten Abend, Achim. Was macht denn unser Sorgenkind? Der hat sich in die Schmollecke zurückgezogen. Was? Ja, ich habe Sebastian seit heute Morgen nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ist er denn immer noch beleidigt? Schwer. Ich glaube, ich hätte besser Psychologie studiert. Hey. Hast du Lust, mit runterzukommen zum Abendessen? Schönen Appetit.
Auch wenn es nicht wahrhaben will, Sebastian, aber du bist im Unrecht. Ja. Hütte und Futter gibt's nur für entsprechende Gegenleistung, ne? Was ist los? Ja, ich krieg den Knochen nur, wenn ich Männchen mache. Aber ich lass mein Leben nicht verplanen. Von niemandem, auch nicht von dir. Stopp, warte mal, Freundchen. Das hat doch niemand gesagt. Es ging einzig und allein darum, dass du ein Berufsziel brauchst. Wofür willst du mal leben? Darum geht's. Darüber bin ich mir einfach noch nicht im Klaren. Aber ich mach doch nicht irgendwas, nur damit du zufrieden bist und ich mir den Aufenthalt hier verdiene. Ach komm, dann spinn doch nicht rum, Sebastian. Du musst dir überhaupt nichts verdienen. Das weißt du ganz genau. Und hör endlich auf, laufend die Fakten zu verdrehen. Davon werden deine lahmen Argumente auch nicht besser. Du bist einfach nur ein fauler Sack. Hör mir endlich mal auf, wie sieht's denn hier aus? Hey, jetzt mach mich nicht so von der Seite an, ja? Ich bin schließlich kein kleines Kind mehr. Wenn du wie ein Erwachsener behandelt werden willst, dann benimm dich auch wie einer. Und such dir gefälligst ein Ziel für dein Leben. Geburtstag? Nicht. Warte, sag nichts. Hochzeitstag? Auch nicht. Na, du sag mir schon, welches Jubiläum ich verschwitzt hab, Pia. Gar keins. Komm, setz dich hin und genieße einfach, was jetzt auf dich zukommt. Ich weiß, die Ratten haben was angestellt. Wo sind die eigentlich? Sonst wieder immer gleich da. Alina übernachtet bei ihrer Freundin Iris, ne? Und Jakob ist doch mit seinen Pfadfindern im Zeltlager. Ach, und? Und? Die Haustürklingel ist abgestellt. Und der Anrufbeantworter an. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass dieser Abend nur uns beiden ganz alleine gehört. Und uns nichts und niemand stören kann. Pia, womit habe ich das verdient? Psst. Und pack endlich deine Festtagsstimmung aus. Sebastian? Ja, wer denn sonst? Alle seine Sachen sind weg. So ein verrückter Kerl. Du, ich geh den suchen. Na, wo denn um Himmels Willen? Du suchst einen Nagel im Heuhaufen. Keine Ahnung. Du wirst eine sagenhafte Frau. Ich weiß. Du sprichst Isländisch? Verrückter Kerl. Von der Abende könnte ich mich gewöhnen. Vielleicht sollten wir uns doch wieder ein bisschen mehr Zeit füreinander nehmen. Ich liebe dich, Pia. Dich auch, Roland. Ich fürchte nur, ich werde in Zukunft gar nicht so viel Zeit für dich haben. Für euch. Wieso? Was hast du vor? Das habe ich vor. Pachtvertrag. Friseurladen. Den eröffne ich in Kürze. Du darfst mir gratulieren. Einfach so? Nee, nicht einfach so, Roland. Ich will wieder arbeiten. Ich muss einfach unter Menschen. Und jetzt ist der letzte Zeitpunkt, sich nochmal in so ein Abenteuer zu stürzen, bevor ich zu alt dazu bin. Moment mal. Der ist ja schon unterschrieben. Du? Ich bräuchte nur noch lächerliche 125.000 Mark und deine Unterschrift für die Bank. Was? Also, Pia, bei aller Liebe, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du, Roland, ich werde das Ding in jedem Fall durchziehen. Du kannst doch nicht mehr einfach verdienen mit unserem Geld. Und du kannst nicht einfach unser ganzes Leben umkrempeln, ohne vorher mit mir darüber zu reden. Also mit anderen Worten, du stellst mir unser Gespartes nicht zur Verfügung.
Ach, jetzt kapiere ich erst mal. Ich habe mich schon gewundert, diese ganze Verführungskiste war nur ein billiger Trick, um mir deinen Alleingang schmackhaft zu machen. Du pass jetzt sehr gut auf, was du sagst. Ich pass auf, was ich sage. Wenn du schon ohne meine Einwilligung so ein Vorhaben startest, dann besorg dir gefälligst auch das Geld dafür selber. Du bist so wirklich, du bist so... Weiber. Hast du wirklich geglaubt, du könntest Sebastian in dieser Stadt finden? Ich denke, dass er doch wieder zu seiner Mutter gegangen ist. Wo sollte er sonst auch hin? Ich bin eben Versager auf der ganzen Linie. Och, hör auf, dich zu bemitleiden. Und lass die Flasche in Ruhe. Auch wenn es diesmal nicht geklappt hat zwischen Sebastian und dir, ein Anfang ist gemacht. Darauf kann man irgendwann aufbauen. Hallo, Herr Stark. Na, wo liegt denn das Problem? Irgendwie kriege ich auf dem verdammten Fernseher nur Flimmerbilder. Alles klar. Die Bürokratie macht von nichts halt. Zuerst müssen Sie einen Antrag unterschreiben, dass Sie den Fernseher nicht nur wollen, sondern auch bezahlen. Und dann bekommen Sie eine Chipkarte und die Verbindung zur Welt ist wieder offen. Ach so. Ich besorge Ihnen ein Antragsformular, okay? Klasse. Ach, Vladi, noch was. Ja? Ich habe kein Telefon. Nanu, das ist aber komisch. Normalerweise sind in allen Krankenzimmern Telefone. Tja, wer weiß. Ich stelle gleich ans Zimmer. Danke. Dafür nicht. Nein, gar nicht. Kommst rein. Von Roland weiß ich nämlich, dass du heute frei hast. Und Mensch, schön habt ihr es hier. Nur ein bisschen hoch, oder? Du bist außer Puste, was? Dafür entschädigt der Blick über die Dächer von Leipzig. Und schön ruhig ist die Wohnung auch. Und irgendwie witzig geschnitten. Ja, das ist das Schlafzimmer. Schön. Und hier ist das Bad. Also wirklich, Maja, wirklich schön. Wir haben die Räume extra für Nikolas ausgesucht, weil er muss ja in Ruhe üben können. Sag mal, wo ist denn eigentlich dein Nikolas? Ach, im Moment ist er zum Konzert in Tokio und dann in München zum Vortrag oder umgekehrt. Na, also das wüsste ich aber. Ach, weißt du, Nikolas ist so viel unterwegs. Und dann meine Dienste in der Klinik. Wir sehen uns manchmal so wenig, dass ich denke, wir vergessen uns das einfach zu sagen. Ja. Und hier ist dann... Ich sehe schon, Wohnküche mit Klavier, das hat auch nicht jeder. Ach, die Küche, die benutze ich fast gar nicht. Das ist nämlich wie bei dir mit Alina und Jakob. Wenn Nikolas und ich mal Zeit haben, gehen wir sowieso aus. Ja, setz dich doch. Tee oder Kaffee? Ach du, bloß keine Umstände. Das macht überhaupt keine Umstände. Naja gut, also dann Kaffee. Kaffee. Mhm. Mensch, Maja, ich müsste unbedingt mit jemandem reden, der auf meiner Seite steht. Hoffe ich zumindest. Also raus mit der Sprache. Wo drückt der Schuh? Ich habe vor, ein Friseurgeschäft zu eröffnen. Hey, stark. Also die erste Kundin ist dir jedenfalls sicher. Naja. Das Problem heißt Roland, oder? Hallo, Frau Pfaff. Christoph hier. Ich rufe wegen Judith an. Unter welcher Nummer kann ich Sie denn... Hallo? Frau Pfaff? Na wie? Jetzt will er dir das Geld nicht geben. Ja, weißt du, wir hatten immer vor, vielleicht noch mal was zu bauen. Und dafür haben wir uns was zurückgelegt. Ja, also aber im Prinzip stellt Roland sich jetzt nur stur, weil ich es gewagt habe, hinter seinem Rücken eine Entscheidung zu treffen. Na ja, ist doch auch dein Geld. Ja, ja schon. Aber wenn ich über unser gemeinsam Gespartes verfügen will, dann brauche ich seine Einwilligung. Ja, und die kann ich jetzt vergessen. Und wenn du einen Kredit aufnimmst? Ja, könnte ich machen. Also... Ich meine, die Bank würde mir sofort ein Geschäftsgründungsdarlehen geben, aber was meinst du, was die an Zinsen verlangen? Sag mal, Maja, könntest du mir nicht vielleicht kurzfristig mit was aushelfen? An wie viel hast du da gedacht? Oh Mann, entschuldige, ist mir das peinlich. Du, das musst du überhaupt nicht peinlich sein. Wozu hat man denn Freunde? Schau, ich habe 25.000 Mark auf dem Festgeldkonto, das muss ich nur kündigen. Nee, vergiss es. Naja, das ist echt kein Problem. Nee, 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 es war eine Schnapsidee, entschuldige. Ich treibe das Geld schon irgendwie auf. Quatsch, jetzt...
Jetzt tu mal nicht so verklemmt, Charlie. Ich will wissen, was los ist. Judiths Mutter hat den Hörer aufgeknallt, als sie meine Stimme gehört hat. Das ist doch nicht normal. Wieso wart ihr alle? Was für eine Beerdigung. Christophs Bein ist wieder völlig in Ordnung. Mhm. Der Bruch ist bilderbuchmäßig verheilt. Dann kann ich ihn ja morgen wirklich aufstehen lassen. Ja, der muss. Jederzeit, keine Bedenken. Mhm. So, Christoph, jetzt will ich erstmal 50 Kniebeugen sehen und anschließend Liegestütz mit in die Hände klatschen. Ob uns das Pensum zum Aufwärmen genügt. Los, raus ist der Fall, Alter. Christoph, was ist denn los mit Ihnen? Sie haben mich angelogen. Judith ist tot. Woher wissen Sie das? Wo haben Sie dieses Telefon? Ich hatte doch ausdrücklich angeordnet, dass es nicht hier ist. Verschwinden Sie einfach, lassen Sie mich in Ruhe, okay? Christoph, ich wollte Ihnen die Wahrheit nicht vorenthalten, aber was hätten wir denn machen sollen? Hättet ihr mich doch verrecken lassen. Christoph, ich weiß nicht, was Sie jetzt durchmachen. Viele Ärzte glauben, dass sie das nachempfinden können, aber ich halte das für einen großen Trugschluss. In diesem Gefühl des Entsetzens und des Verlustes, da ist jeder für sich ganz alleine. Und es gibt nichts, was einem dabei helfen könnte. Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, so banal und profan das auch klingen mag. Es tut mir wirklich unendlich leid. Können Sie mir nicht irgendwas geben, dass ich wieder einschlafe? Das tut so weh. Ich werde noch wahnsinnig. Das hätte keinen Sinn. Sie müssen das jetzt durchstehen, ganz bewusst. Bitte halten Sie mich jetzt nicht für taktlos, aber der Tod Ihrer Freundin Judith, der ist jetzt schon seit vielen Wochen Vergangenheit. Ihre persönliche Trauer und Verzweiflung hat sich durch ihr Koma nur verschoben. Sie müssen Judiths Tod jetzt akzeptieren, so weh das auch tut. Und Sie müssen jetzt damit anfangen. Das weiß ich doch alles, verdammte Scheiße! Sagen Sie mir lieber, wie ich damit fertig werden soll. Leben Sie, Christoph. Ich kannte Judith nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie Ihnen genau das Gleiche gesagt hätte. Die Erinnerung an Ihre Freundin und Ihre Liebe zu ihr, die kann Ihnen niemand nehmen, niemals. Leben Sie. Ich sollte es ja eigentlich für mich behalten. Aber bei deiner Ignoranz hilft wirklich nur der Vorschlaghammer. Pia geht schon sammeln. Was macht Pia? Sie versucht, privates Geld aufzutreiben, um teure Bankzinsen zu sparen. Du Geizhals sitzt wie so eine Glucke auf deinen goldenen Eiern und rückst nichts raus. Wenn sie nur mal mit mir geredet hätte. Dann hättest du ihr gleich gesagt, dass du sie in der Luft hängen lässt. Dabei ist Pia wirklich bewundernswert. Es gehört eine Portion Mut dazu, nochmal von vorne anzufangen. Und ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da war dir das ja recht, dass Pia gearbeitet hat. Damit hat sie dir nämlich dein Studium erleichtert. Natürlich. Aber nach der Wende haben wir abgemacht, dass sie sich um den Haushalt kümmert. Pia wusste, worauf sie sich einlässt. Ach komm, das heißt doch aber nicht, dass das bis in alle Ewigkeit dann so weitergehen muss. Muss ja nicht, aber sie hätte wenigstens das Wort an mich richten können. Roland, sicher, aber du musst sie unterstützen, gerade jetzt. Weiß ich doch, aber... Kein Aber. Ich sag dir ganz klar, rückst du die Kohle nicht raus, dann gibt's demnächst noch eine Frau, die nicht mehr mit dir spricht. Und, ist was zu sehen? Selbst einen technischen Blindgänger wie dir hätte auffallen müssen, dass der Übergang zum hinteren Auspufftopf locker ist und gegen den Wagenboden schlägt. Aha. Kein Wunder, dass der so seltsam geklungen hat. So, hier. Und dann gebe ich dir noch einen Schraubenbolzen und eine Mutter mit Unterlegscheibe und Federring von meinem Trabi. Was soll ich jetzt damit? Du schraubst den Auspuff an der Halterung wieder fest. Wie jetzt? Selber machen oder was? Und das doch mit dem Bolzen vom Trabi? Du, das ist ein Sportwagen. Papalapap, das sind nur Ausreden für Faulheit. Wir werden doch nicht einer teuren Werkstatt das Geld hinterher schmeißen. Los, auf die Knie. Und wie soll es jetzt weitergehen? Was ist die Halterung? Ist die Schelle noch dran? Keine Ahnung. Ah.
Ich weiß nicht, Charlotte. Also, der Typ von der Werkstatt, der mir die Karre verkauft hat, der hat gesagt, man soll die Wartung von so einem Wagen lieber in der Werkstatt überlassen. Ah, scheiße, mir fällt der ganze Dreck ins Gesicht. Charlotte, was ist denn los? Redst du nicht mehr mit mir oder was? Warum akzeptierst du mich nicht so, wie ich bin? Sebastian. Du bist ja wieder da. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Du hast mir noch nicht geantwortet. Worauf denn? Ich genüg dir nicht. Ich habe einfach nicht mehr zu bieten, verstehst du? Kann ich noch was für dich tun, Christoph? Ja, nerv du mich nicht auch noch mit irgend so einem tröstlichen Gequatsche. Das hilft mir nämlich überhaupt nicht. Jetzt bist du aber ungerecht. Dr. Kreuzer hat es doch nur gut gemeint. Ja, ich weiß, alle meinen es immer nur gut. Was erwartest du? Nichts mehr. Und du kannst auch wieder abhauen. Hey, ich verstehe ja, was mit dir los ist. Aber deine Trauer gibt dir noch lange nicht das Recht, andere Menschen zu verletzen. Da geht mir doch einfach alle aus dem Weg. Um mich muss sich niemand kümmern, verstanden? Ach nicht? Jetzt will ich dir mal was sagen. Eine Menge Ärzte und Schwestern waren nötig, um dich in stundenlangen Operationen wieder zusammenzuflicken. Und dann die wochenlange Pflege und Überwachung, natürlich auch nachts. Und was ist mit der Reha-Gymnastik? Deine Eltern waren fast täglich stundenlang bei dir und ich hab... Und jetzt nerven wir dich alle, ja? Na, vielen Dank. So habe ich das nicht gemeint, Tina. Aber gesagt. Ich kenne dich jetzt schon so lange. Aber mit einem Mal muss ich feststellen, dass du auch nicht anders bist. Als wer? Schade eigentlich. Ja, entschuldige, guck mal hier, der oberste Hemdknopf, der ist mir abgegangen. Könntest du mir den vielleicht? Nicht. Super. Sie machen das richtig gut. Das meine ich ganz ehrlich. Dass Sie aktiv Sport getrieben haben, das zahlt sich jetzt aus. In ein paar Tagen können Sie es vielleicht sogar schon mit Krücken versuchen. Schaffen Sie es noch zurück? Ja. Aber nur, wenn Sie wirklich wollen. Sie müssen nicht. Ist mir egal. Nun freuen Sie sich doch mal ein bisschen. Sie machen das doch gut. Sie können die Klinik bestimmt bald verlassen. Wozu? Ich glaube, das reicht für heute, oder? Wenn Sie meinen. Ja, schon ihn beendet? Ja, Herr Stark hat großartige Fortschritte gemacht. Er wird bald ohne uns auskommen. Toll! Ich nehme dich gleich mit, okay? Möchtest du in dein Zimmer oder drehen wir noch eine Runde im Garten? Ich habe gerade Mittagspause. Den Weg in die 207 finde ich schon selbst. Vergeude nicht deine teure Freizeit mit mir. Ah, mach mal hin hier gleich, OP2. Du brauchst übrigens gar nicht so auf Mitleid zu machen. Maya hat mir alles erzählt. Was? Wenn ich Pia wäre, ja? Dann wirst du noch heute von meinem Scheidungsanwalt hören, das kann ich dir sagen. Ich probe mich ganz ehrlich mit deinen blöden Witzen verschonen. Zum hast du dir mal überlegt, wie kränkend dein Verhalten für Pia sein muss? Wieso denn? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ich hab doch nur... Eure gemeinsame Vertrauensbasis zerstört, genau. Ihr lebt zusammen, ich meine, ihr schlaft miteinander. Im Moment wahrscheinlich eher weniger, nehme ich an. Entschuldigung. Ich meine, ihr habt doch immer alles zusammen auf die Reihe gekriegt. Und plötzlich schiebst du einen Riegel vor und sagst, an mein Geld darfst du nicht ran? Hast du mal überlegt, wie teuer so eine Scheidung werden kann? Mahlzeit. Jetzt ist er reif. Reich gekocht. Keine Angst, du musst nicht mit mir sprechen. Ich wollte dir nur sagen, dass du morgen Vormittag um 11 einen Termin auf unserer Bank hast. Okay? Moment mal. Wieso habe ich morgen um 11 bei uns in der Bank einen Termin? Das ist üblich so, wenn man Geld braucht, dann geht man dahin. Ja,
Kannst du vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Ich habe heute Nachmittag alles klargemacht auf der Bank. Nur unterschreiben konnte ich für dich nicht. Der Bankmensch meinte, das wäre Urkundenfälschung und dafür gäbe es Gefängnis. Dann guck nicht so komisch. Unser Kredit steht dir ab sofort zur Verfügung und mach damit, was du willst. Du hast... Bild dir bloß nichts ein. Ich hatte einfach keine Lust mehr, noch länger ohne Knöpfe am Hemd rumzulaufen. Roland. Jetzt leg doch endlich mal das blöde Buch weg. Du, ich denke, du hast nichts flüssig. Du und ein Kredit? Also so geizig, wie du mich jetzt hinstellst, bin ich nun wirklich nicht. Oder? Ein Gutes hat die ganze Geschichte doch. Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht. Ach ja, welche denn? Frauen sind also doch käuflich. Passieren. Hast du dir wehgetan? Nein, schon gut. Alles okay. Christoph, lass mich doch wenigstens versuchen, dir zu helfen. Er ist seelisch völlig am Ende. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn noch aufbauen soll. Ich habe alles probiert, Doktor, ehrlich. Jeder versucht auf seine Art und Weise mit der Trauer zurechtzukommen. Aber er kommt ja damit nicht zurecht. Er schnauzt jeden an, verteilt nur Gemeinheiten. Sogar seine Eltern hat er schon vergrault. Die alte Geschichte. Ihm wurde wehgetan, also verletzter als andere. Das muss endlich ein Ende haben. Ja, Sie haben recht. Sagen Sie mal, hat er irgendwas zum Anziehen hier? Ja, seine Eltern haben ihm neulich Klamotten vorbeigebracht. Die hängen in seinem Schrank. Warum fragen Sie? Wollen Sie mir nicht erklären, was das soll? Hier, Christoph. Ziehen Sie sich bitte an. Ich warte draußen vor der Tür. Aber... Ich? Ja. Steigen Sie schon ein. Nicht was? Sie fahren so einen alten Plastikbomber? Ich bin eine Freundin geliehen. Mein eigenes Auto ist kaputt. Das ist eine lange Geschichte. Was ist jetzt mit Ihnen? Steigen Sie ein. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will da nicht hin. Bringen Sie mich weg von hier. Kommen Sie, es ist gleich da vorne. Christoph, wissen Sie, wozu es Beerdigungen gibt? Wenn Leute zu einem Begräbnis gehen, dann können sie Abschied nehmen. Und wenn man so einem Sarg hinterher schaut, der da runtergelassen wird, dann wird einem klar, dass im Prinzip nur noch eine leere Hülle der Erde übergeben wird. Ich schaff das nicht. Doch, Christoph. Der eigentliche Mensch, die Seele, die Sie geliebt haben, wird für immer in Ihrem Herzen weiterleben, wird Sie nie verlassen. Leben Sie, Christoph. Nehmen Sie Abschied von ihr und werden Sie wieder so, wie Judith Sie gekannt hat. Judith? Judith? Ich hab dich so sehr geliebt. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Ich werde dich nicht vergessen, nie. Aber ich muss jetzt irgendwie damit fertig werden. Weitermachen. Das verstehst du doch.
bisschen kaputt. Könntest du mir vielleicht bitte einen Tee machen? Ich mach dir sofort eine Kanada Jeeling. Habe ich schon zu Hause mitgebracht. Kommst du inzwischen allein zurecht? Ja, klar. Wie haben Sie das nur hingekriegt? Ach, wissen Sie, Tina, so ein alter Medizinmann wie ich, der hat noch so ein paar Tricks auf Lager. Wir haben einen riesigen Stern bei mir im Blatt, Dr. Kreuzer. Hey. Oh, da komme ich ja gerade recht. Jawohl, wollen Sie auch noch einen, Herr Professor? Nee, lassen Sie mal. Der Kollege Kreuzer ist da schon die richtige Adresse. Darf ich bitte noch mal die Aufstellung der Kosten haben? Da geben wir nicht auf, das wäre ja gelacht. Frau Mackert, ich brauche Sie unbedingt heute. Und jetzt hast du deinen Freund einfach sitzen lassen? Nö, ich bin einfach weggegangen. Er tröstet sich bereits mit einer anderen. Ich hatte die Nase voll von seinem ewigen Leben. Das war ja nicht mehr zum Aushalten. Dann bist du jetzt sozusagen momentan obdachlos. Naja, ganz so schlimm ist das auch wieder nicht. Bis ich eine Wohnung gefunden habe, kann ich bei meinen Eltern unterstüpfen. Wohnen die hier in Leipzig? Mhm. Die haben eine Dreizimmerwohnung in der Klostergasse. Wo ist das denn? Gleich bei der Thomaskirche um die Ecke. Und darf ich dich da vielleicht mal besuchen kommen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, Christoph. Als ich neulich mit Dr. Kreuzer vom Friedhof zurückgefahren bin, hat er mir erzählt, wie du dich in all den Wochen um mich gekümmert hast. Das ist mein Job. Nein. Ja, du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Tina, ich werde morgen entlassen. Und ich habe wahnsinnig Angst. Ich brauche einen Freund. Wer weiß, vielleicht bin ich doch anders. Ja, das kommt eben davon, ne? Unsere Tina hat sich ganz offensichtlich ein bisschen zu intensiv um den Patienten stark gekümmert. Siehst du, was sich da unten vor unseren Augen abspielt? Siehst du das? Ja? Das ist nämlich ganz typisch für ihren gesamten Berufsstand. Das nennt man Helfersyndrom. Harry, das nennt man ganz anders.